Herzlich willkommen, liebe Pleasure, bei mir, dem Thorsten Akatutu, beim Clan True Warriors. Ja, ich habe es ja gestern schon angedroht, dass meine Datei hier mit den Besuchen immer größer wird und ich so ein bisschen was abarbeiten muss. Also pro Woche, denke ich mal, haue ich auch so eine Folge raus hier. Und wir sehen hier den R-Veeam. Den hatte ich schon bei mir im Stream, aber wir gucken uns die ganze Base hier trotzdem nochmal an. Mit Heldenkombi 16, 15 und ja, die CK-Truppen, da geht noch der Hund und da geht sicherlich auch noch so ein bisschen was an Zaubern. Nee, die Zauber hat er relativ gut durch. Oh, da geht nicht mehr viel. Und dann schauen wir uns die Base mal an. Ja, so dolle finde ich die Base, ganz ehrlich, nicht. Denn du kannst von hier oben über diese Lager hier wunderbar in diese Base hier reinkommen. Mit ein paar Mauerbrechern Sprung, der hier vielleicht gesetzt wird, bist du hier in der Base drin. Und dann nützt dir der ganze Kladderadatsch hier unten auch gar nichts mehr. Denn hier unten, das weiß jeder, der diese Base sieht, da sind die Doppelbomben und so weiter. Also kaum jemand, der hier, denke ich mal, von unten in diese Base reingeht. Aber sonst ist das ein ganz niedlicher RH9-Account. Und sicherlich ist er auf einem richtig guten Weg, hier etwas zu werden. Und wir machen hier gleich weiter. Ich habe hier ganz fröhlich in meiner Textdatei hier die Text drin. Und die viele funktionieren auch nicht. Da muss ich mal gucken, was da los ist. Aber wir sehen hier ein schönes RH8 vom, wer ist es, vom Max LA20. Schön gemaxter Held hier schon mal. Und ich denke mal, Golem oder Valkyre, ja, oder Hockrider laufen, denke ich mal, in seinem Labor ein bisschen wenig CK-Sterne, 104. Also ein bisschen mehr CK spielen könnte dir ganz gut tun, um so ein bisschen mehr Erfahrung hier reinzubringen. Aber schönes durchgemaxtes Dorf hier. Und er, denke ich mal, muss nur noch Truppen machen. Also wirklich nichts mehr an der Base hier. Hier ist alles auf Max RH8. Und er farmt hier fröhlich weiter mit Kobolden. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist ja auch meine bevorzugte Farmtruppe. Aber hat ja eigentlich nichts mehr zu tun, als jetzt ein bisschen Dunkles reinzufarmen. Für den Golem. Oder auch Hockrider oder Valkyre. Aber hier im Labor läuft nichts. Also sieht aber sonst gut aus. Ich denke mal auch, die Base hält, denke ich mal, ganz gut. Der Feger steht schön zentral und die Lars schön weit auseinandergezogen, sodass die Drachen, denke ich mal, wenn man hier mit Drachen angreift, richtig weit auseinandergezogen werden. So, ich habe den nächsten drin. Das geht hier jetzt wie am Fließband, sonst kriege ich das alles nicht mehr hin. Das ist der Eclipse, so heißt er, glaube ich, von den Mini-Bros. Den kenne ich auch, den Clan. Ich habe gerade schon wieder im Hintergrund gesehen, es zuckt hier in der Aufnahme. Es kotzt mich so an. Ich weiß, entweder liegt es hier an dem Android-Emulator, der so ein bisschen buggy ist, oder aber es liegt an der Aufnahmesoftware oder meiner Rate. Ich weiß es im Moment nicht. Aber der ist auch noch nicht lange hier in den Mini Bros und wir gucken uns das mal an. 20er Queen, 16er King und der Rest ist schon... Ja, der Eil geht noch ein Level, aber der Rest sieht, glaube ich, schon ziemlich durchgemaxt aus. Und ich denke mal, so sieht auch die Base aus. Ja, habe ich mir gedacht. So sieht auch die Base aus hier. Und das sieht in jedem Fall gut aus. Hier geht die letzte La noch hoch. Okay, die habe ich sehr, sehr früh bei mir hochgezogen. Und hier geht noch was. Hier geht ja noch einiges. Die Magiertürme gehen hier noch hoch. Ja, da hast noch ein bisschen was zu tun. Aber Mauern hast du auch schon gemacht. Und das mag ich ja ganz besonders, wenn die Magiertürme hier, die Lars so ein bisschen überschneiden hier, denn wenn hier mit Loons angegriffen wird, dann kriegen die schon mal ordentlich Schaden hier von den Wizard Towern. Kann man auch tauschen, kann man dahinter machen, davor machen. Das ist Ansichtssache, aber die Feger, denke ich mal, stehen auch gut hier in der Base. Also sieht auch wirklich, wirklich schick aus hier bei dir. Keine Frage. Und wir haben sofort unseren nächsten hier drin. So, das ist der, oh, wie heißt das? Poishi, glaube ich, heißt es. Das ist, wir gucken uns das mal an. Ich kann den Helden noch nicht beurteilen, weil das eine Level 6 oder Town Hall 6 Base ist. Ja, auch sowas gibt es hier von der Austria Army. Und, ein schönes Dorf, allerdings ein bisschen anfällig, selbst gegen Bartsch hier mit Barbaren und
Riesen ist man hier dann doch in so eine Base schnell durch. Also ich würde dir empfehlen, doch so eine sehr gefächerte Base zu bauen, wo viele Felder drin sind, wo halt die Riesen immer wieder durchmauern müssen und nicht so ein Ding hier, denn da bist du doch so ein bisschen, ja, kleines Opfer hier von guten Bartstruppen. Also wie gesagt, aber sonst hier, glaube ich, ist das, ja, das ist halt ein R4, ne? Da geht noch ein bisschen was an den R4, ich bin auch doof, ein RH6, da geht also noch ein bisschen was, aber Heiler hat er schon draußen, also Heiler, Riesenkombi, geht hier sicherlich. Jetzt gucke ich mir mal eben die Lage an. Ja, ich glaube, die gehen auch noch jetzt ein Level hoch. Aber sonst sieht das schon ganz nett aus hier. So, jetzt soll ich eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen. Das mache ich jetzt an der Form oder an der Stelle auch mal. Nämlich für den Clash of Type hier. Einfach nur eine Empfehlung hat er mir geschrieben. Aber er sieht hier gut aus. 10er King. Muss nur noch die beiden dunklen Zauber hier machen. Der Rest ist hoch. Okay. Die Lakaien und auch die Hawks können noch ein Level vertragen. Mal gucken, ob auch noch was im Labor läuft. Ich denke mal, irgendwas wird bei ihm... Ah, läuft auch nichts im Labor. Okay. Und geht noch ein bisschen an Mauern. Aber die Def hier, denke ich mal, ist, auch wenn die Base hier gerade leicht abgefarmt ist, außer das Rathaus, sicherlich noch auf... Max hoch, das heißt nicht die Def, sondern die Mauern. Die Def hier, denke ich mal, ist hier hoch. Und ja, war einfach mal eine Empfehlung. Sieht aber gut aus, aber ich denke mal, ist relativ tot im Moment bei dir. Also ist das natürlich immer ein schönes Farmobjekt hier. So, dann gucken wir uns jetzt einmal einen schönen Angriff hier vom Offical Basti in einem CK an. Der Offical Basti war ja lange bei uns und hat scheinbar meine Videos ja nicht gesehen. Wir schauen uns mal an, was er hier denn in CK im Clan Overwatch so verzapft hat. Er kommt ja also von unten mit einer Kombi rein, mit Golem und Magen im Gepäck und versucht es hier mit Valkyren. Ja, Valkyren sind ja nicht so der Bringer hier im RH9-Bereich, zumindest nicht, wenn es darum geht, eine Base wirklich 3 zu sternen, also inklusive Finish das Ganze zu machen. Aber gucken wir mal, wie seine Truppen hier durchgehen. Ja, und dadurch, dass er in einem Level 1 oder Level 2 Clan war, hat er natürlich jetzt auch nicht so die starken CB-Truppen, also nur ein paar Lohmagier bei, aber es macht nicht, das reicht zumindest, um hier die CB zu killen. King geht gut mit in die Mitte rein, Queen auch mit am Start und die Valkyren haben hier den Weg direkt in diese Base reingefunden. Also schöner Funnel eigentlich an der Stelle und hat jetzt auch noch eigentlich gut die Heilzauber gesetzt. King immer noch da hinten am Tanken mit dem Golem, glaube ich. Ich kann das ganz schlecht sehen. Aber jetzt kriegt der King schon ein bisschen Beschuss. Queen kann er noch zünden. Und leider hat er seinen Skelettzauber schon an der Stelle verbraucht. Den hätte ich unter Umständen an einer anderen Stelle eingesetzt. Mal gucken, wie er das hier noch weitermacht. Da unten laufen jetzt die Valkyren. Und ja, ist auch ganz witzig, dass mir mein Sohn hier einen Beitrag schickt, den ich hier in meinen Videos mal zeigen soll. Er ist mittlerweile bei den True Warriors 2 und ich hoffe, dass er da angreift, sonst kann er da leider wieder ganz schnell gehen. Aber mal schauen, ich denke mal, sein Schulclan hat ihn dann doch nicht so gut gepasst. Da greifen die Leute auch mehr recht als schlecht an und das macht dir dann als aktiver Clasher auch keinen richtigen Spaß. Und wir sehen hier oben die ganz beiden einsamen Valkyren, die jetzt den ganzen Clean-Up hier machen müssen. Ja, Clean-Up ist das magische Wort, also hier müssen leider die Valkyren mit dran. Er spult jetzt sogar auf vierfach vor. Vielen Dank, Basti, hast du gut gemacht. Gutes Video abgeliefert hier. Und jetzt guckt am Ende. Deswegen habe ich gesagt, ja, wenn den Skelettzauber dann noch hast, dann wenigstens am Ende richtig eingesetzt. Nämlich hier an diesem ein Lager. Also Cleanup vergessen. Das muss besser werden. Und wir machen weiter mit den Besuchen. Und wir sind zurück bei den Dorfbesuchen hier bei mir. Wir haben hier den Jonas 2.0, ich weiß nicht, also einige habe ich das Gefühl, habe ich hier schon mal gesehen, nämlich vermutlich bei mir im Livestream, aber es ist ein RH7 hier mit 3er King, hat die Zauber schon hoch, hat einen Drachen schon und ich denke mal Hockrider und Lakai gehen jetzt auch nochmal ein Level hoch, aber wir gucken einfach mal rein, oh, sieht gut aus, schönes, durchgemaxtes RH7 hier an der Stelle und hat jetzt auch richtig Gold noch, ich sehe da, was wird hier hochgekloppt? Ah, der Wizard Tower, okay.
Aber Mauern hat er schon komplett durch. Das ist natürlich wirklich, wirklich krass, muss man sagen. King geht auch hoch. Ja, super. Das kann sich sehen lassen. Die gehen, ich weiß gar nicht, ob die auf 4 gehen oder auf 5. Ah doch, die gehen noch auf 5 hoch. Also da hat er noch ein bisschen was zu tun. Aber sonst, denke ich mal, sieht das hier ganz gut aus beim Jonas. Und ich habe hier sofort den nächsten in der Zwischenablage. Das ist der Y-Snipex, so heißt es, glaube ich, von Die Bekrönten, auch noch nicht so lange dabei. Also irgendwo hat er wahrscheinlich den Clan gewechselt an der Stelle. Und es ist ein schönes RH6 hier mit voll ausgemaxten Mauern. Ich würde mal so sagen, der ist schon Max. Hier geht die La gerade hoch. Jawohl, die zweite La. Es gibt ja jetzt auf TH7 die dritte La dann schon. Und aber ich denke mal, das sieht hier ganz gut auch aus von den Truppen. Heiler hat er dabei. Riesen am Start. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen wenig Sterne. Da müsst ihr alle mal so ein bisschen eher anfangen. So, jetzt an der Stelle, man muss das Video dann ja schon immer ganz gucken, würde ich ganz gerne zwei Spieler grüßen. Und zwar ist das einmal der Erik386 und der Magier L und B. Also herzliche Grüße von mir an euch. Ihr habt euch das gewünscht, dann mache ich das auch. Ich schreibe mir das auch auf, also sonst würde ich das auch ganz locker vergessen. Und wir sind hier aber schon bei dem nächsten. Wir sind hier jetzt schon beim Marco. Oh, das ist ein starkes RH8, das sehe ich schon so anhand der Truppen. Und ja, Sterne, da kannst du noch ein bisschen was reinhauen. Aber bei den Höllenwölfen hier, da ist auf jeden Fall was los. Und er bringt auch das Rathaus auf 9. Absolut verständlich hier, denn die Base ist hier maxed out. Mit Level 90 ist er da auch gut am Start. Man muss es ja nicht so übertreiben wie ich mit dem Schief. Und ja, sieht hier wirklich gut aus. Hat auch alles am Start, vor allen Dingen für Start RH9, also er wird die Queen sicherlich sofort hier rausbringen. Hat volle Lager hier. Wo sind die Goldlager? Ah, die sind da außen. Ja, okay, das habe ich auch so gemacht, dass man immer mal wieder ein bisschen was reinfüllt. Denn ich denke mal, die füllen sich auch schon wieder. Also, sieht richtig gut aus hier bei dir, Marco. Marco von den Höllenwölfen ist auf einem guten Weg nach RH9. So, was gibt meine Zwischenlage her? Ja, heute ist ja mal echt jeder Klick hier ein Treffer. Das ist der Crazy Luck Affe von den Gratis-Truppen. 2er ist ältester, Clan Level 13 ist das hier. Donnerwetter und auch ein RH8. Und auch sieht auch gut aus. Ich denke mal, noch nicht so super lange RH8. Aber Mauern, ja, sind noch auf RH7 Niveau. Leider abgefarmt, aber ich versuche es trotzdem so ein bisschen zu bewerten. Der King geht hier hoch auf 8. Wunderbar, den als erstes hochzuziehen. 200 Truppen hat er auch. Und mal gucken, was er hier hochklöppelt. Ja, die Kanone schon. Mal sehen, ob ich die Lask mal gerade so erwische. Ja. Ist hier irgendwo eine La für mich? Nein, es ist keine La für mich da. Mist. Naja, macht nichts. Sieht aber, denke ich mal, trotzdem gut aus hier. Jetzt klicke ich mich hier wild durch. Mortar, Archer Tower. Oh, ne, die Lask steht. Ach da, hier ist eine Air Defense auch auf 5. Okay, die kann natürlich noch ein Level vertragen. Also, bist aber auf einem guten Weg. Sieht ganz gut aus. Auch wenn du an der Stelle mal abgefahren bist. So, einen habe ich jetzt noch für euch hier. Und zwar ist das der Alan vom Clan Dark Knights. Ist ein RH9 und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ist noch nicht so lang RH9, denke ich mal. Denn Golem und auch die anderen Truppen können noch ein bisschen was vertragen. Oh, wir sehen auch alle Lager voll. Und so wie ich es vermutet habe, er ist noch nicht so lange auf dem RH9-Status. Die La geht da oben hoch, das ist super. Wizard Tower geht hoch, ja. Immer mal so ein bisschen gucken, dass man noch genug Def hat, also nicht immer zu viel auf einmal hoch machen. King und Queen sind hier schön verteilt in der Base, da muss man auch mal gucken, wo greife ich mit was an. Also hier so mit Lufttruppen angreifen, Drachen über den King. Ja, ist immer schwierig, der eiert da ja rum und dann eiern die Drachen natürlich auch um. Also sieht gut aus hier die Base. Ja, ich denke, da kann man was mitmachen. Er wird die eine oder andere Verteidigung haben. Die X-Bogen würde ich noch nicht weitermachen. Die würde ich erstmal so lassen. Aber ich weiß, wie das ist. Als RH9, da will man unbedingt die schwarzen X-Bögen haben. Aber es hilft einem später ja leider im Ranking nicht. So, das, was ich jetzt eigentlich für euch habe, ist ein echt netter Angriff vom King Arthur. Der hat nämlich mal so richtig Pokale hier in der Legendenliga geholt. Aber seht euch das mal selber gerade an.
Ja, als zweiten kleinen Highlight hier in der Dorfbesuchsfolge einmal ein Kampf hier, Legende gegen Legende, also unser King Arthur gegen den Makun. Und wir gucken mal, was es eigentlich mit diesem Kampf auf sich hat. Ich meine, hier gibt es jetzt nicht so diesen Überload. Starke Base, die er zu machen hat, gar keine Frage. Aber wir gucken einfach mal rein. Denn das war denn doch schon ein schöner Kampf hier. Ist auch eine starke Base, die benutzen, glaube ich, im Moment relativ viele. RHL war, habe ich sie schon jetzt öfter gesehen. Und mal sehen, er geht jetzt auf ziemlich breiter Front hier durch mit Hexen, Bowlern und jetzt kommt das Killsquad in die Mitte mit den drei Helden. Golem voraus, sicherlich für den Adler, den diese Base nicht hat. Okay, der hat keinen Adler. Ja, das ist natürlich top. Das ist top für einen King, hier eine Base zu finden, die keine Adler-Def hat. Denn die hemmt es denn doch schon so ein bisschen, auch solche Bases hier anzugreifen. Aber richtig schön den Warden rechtzeitig gezündet und nochmal den Inferno hier in der Mitte durchgefreezed. Der Inferno, auf welchem Level hat er den? Oh, der ist auch schon auf Level 6, also auch schon auf Max-Level hier. Und ja, ich denke, für den Rest dieser Base hier ist das nur noch ein gefundenes Fressen, denn so viel Bowler, wie da noch leben und so viel Hexen, die da oben vor allen Dingen jetzt für die Bowler tanken. Da oben geht der Warden mit als Held und hier in der Mitte haben wir King und Queen, die sich jetzt gerade hier durch die 12er Mauer fressen müssen. Okay, da könnt ihr euch das leider nur noch anschauen, wie diese Base hier jetzt gedreiert wird. Oder schaffen sie es noch? Ja, sie schaffen es endlich. Okay, sie sind auch zu zweit und dann geht das ja doch relativ zügig, aber jetzt schaut mal gleich am Ende hier. Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Denn das habe ich auch noch nicht so gesehen. Und das ist eine ganz bittere Pille hier für den Gegner am Ende. Also jetzt nicht von den Ressourcen her, das kann er sicherlich verschmerzen, aber sicherlich von den Pokalen her. Minus 50 Pokale in der Legende verloren. Boah, da hätte ich auch keinen Bock mehr hier heute nochmal einen Angriff zu machen. Ja, ihr wisst selber, da oben gibt es manchmal sehr wenig Pokale, wenn man angreift und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das eine ob das eine Rache war. Warte mal, der Account wird eben bestraft. Okay, das scheint mir eine Rache gewesen zu sein. Wenn nicht, dann ist das schon krass. Also 50 Pokale hier vom Arthur. Ja, wirklich krasse Action hier vom King Arthur und minus 51 Pokale. Oder minus 50, wie viel es gerade waren, ist schon echt der Hammer. Also wirklich, wirklich krass. Während wir hier gleich wieder bei den Besuchen weitermachen, ich habe hier den Mario von der Strickerbande. Er ist auch in der 8 und ich denke mal auch noch nicht so super lange, denn zweier Lakaien und zweier Hocks lassen darauf deuten, dass er erst vor kurzem R8 wurde, hat jetzt aber schon den King 3 Level gemacht, hin zu RH9 und das sieht auch ganz gut aus, hat die Mauern schon schön nachgemext und ich denke mal, da in der Mitte gehen auch schon die nächsten Mauern. Alles andere, ja, Lars gehen hoch hier genauso, wie man das, sich das eigentlich auch wünscht. Und die fehlt noch, aber zwei Lars auf einmal zu machen, ja, ist immer... Ich habe es nicht gemacht, ich habe immer eine Lar nach der nächsten gemacht. Da muss man dann halt durch, wenn man dann abgefarmt wird, womöglich mit Lufttruppen. Aber sieht hier gut aus. Und wie ich schon vermutet habe, er ist noch nicht so lange Rathaus 8 und die Base kann durchaus halten. Denke ich mal, gerade so kleinere Truppen, die gehen dann ja doch hier im Ring rum und gehen nicht unbedingt in die Mitte. Das will er erstmal schützen, denke mal, für seine dunklen Truppen. So, wen habe ich jetzt drin? Das ist der... falsche Taste. Das ist der Johnson mit einem Smiley dahinter vom Clan Talentlos. Und dieses Flackern, das geht mir so auf den Hintern. Also meine Herren. Aber er ist hier auch schon ein starkes RH9 hier. Truppen sind durch, das sehe ich auf den ersten Blick. Da fehlen nur noch die Helden. Und auch bei der Base hier brennt hier nichts an. So eine ähnliche Base hatte ich auch als RH9er. Die ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die habe ich damals von Clash mir irgendwie rauskopiert. Die hat mal eine Zeit lang gehalten. Ich weiß nicht, wie sie heutzutage noch hält, aber sieht hier gut aus. Und wir sehen das hier auch. Die Queen geht schon schön auf Level 25. Jawohl. Das ist krass. Und auch der King. Oh, er levelt gleich beide. Okay, kann man mal machen. Ich weiß nicht, ob er jetzt im Moment überhaupt eine Armee hat.
Ja, er hat eine kleine Armee am Start. Ich denke mal, da überlebt man hier in Kristall 3. Aber sonst ist hier der Rest maxed out. Da brauche ich nicht nach den Tesla fragen. Die werden sicherlich hier irgendwo gut versteckt sein. Und das ist ein richtig krasser Weg hier. Schönes Ding hier auf zu RH10 Johnson. So, wen haben wir nun noch hier drin? Ich versuche ja wirklich möglichst viel mal in diese Folge reinzukriegen. Das ist der Mega-Apokalypse vom Clan Blubberfisch. Okay, das ist ein RH9, ich denke mal, ja, mal sehen, wie das Ding aussieht. Ja, das geht. Ah, das ist ein 8,5er, sehe ich auch, nee, doch nicht, das ist ein 9er. Aber wirklich starke Base eigentlich zu, na, relativ, ich will nicht sagen schwachen Helden, aber die Helden einfach wieder nicht gelevelt hier an der Stelle. Der Potty ist leer, okay, vielleicht läuft auch gerade im Labor irgendwas Dunkles, kann ja auch sein. Aber zieh unbedingt die Helden nach, bevor deine Def hier noch weiter auf Max Out geht. Denn das bringt dir im Moment überhaupt nichts, dass du so eine starke Def hast und eigentlich so, ja, nicht so starke Helden. Aber 220 Truppen hier am Start. Und die Base wird sicherlich auch schön halten. Die Lars stehen schön und decken hier relativ viel dieser ganzen Base ab hier. Ja, kann man ein bisschen anders machen. Weißt du, die Tower hier vielleicht mit den Kanönchen tauschen oder... Oder mit dem Lager hier oder vielleicht mit der Kanone auch. Ja, wird ja auch vermehrt mit Hexen angegriffen hier im 9er Bereich. Aber ich denke mal, hier in der Goldliga 3 reicht das vollkommen. So, last but not least haben wir hier noch einen. Und zwar ist das der Medkoch von Die Besten 7. Ah, Level 10 Clan, super. Und auch noch nicht so lange RH8. Denke ich mal, dass die Base auch so aussieht. Ja, das ist noch nicht so lange. Hier werden die ersten Sachen schon mal nachgeklopft. Und Magierturm geht schon mal hoch gleich. Oder zum Angleichen an die anderen. Die gehen zwei Level dann hoch auf Level 6. Ja, das sieht gut aus hier. Das ist ein vernünftiges Dorf. Und ich denke mal, dass der Medkoch hier auch auf einem guten Weg ist, ein guter Achter zu werden. Sieht auch gut aus. Mauern werden schon mal nachgemacht. Hier hast du sicherlich nicht alle gemacht. Aber... die lassen sich ja relativ schnell reinfarmen. Hier, den würde ich vielleicht irgendwo in der Base verstecken und nicht unbedingt am Rathaus. Das Rathaus steht hier draußen. Okay, hat man früher gern gemacht. Heute würde ich das nicht mehr machen. Ruhig reinstellen, das Ding. Und lieber ein bisschen Def an den Rand. Aber sonst sieht das hier gut aus. Jo. Wer jetzt in den Folgen nicht drangekommen ist, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich jetzt, ihr hört das hier, bis hier schreibe ich in meine Datei und dann geht das weiter. Also wer bis heute nicht dabei war, ich vergesse hier niemanden und ihr seid dann in der nächsten Folge dabei. Das kann allerdings ein bisschen dauern. Ich habe jetzt schon wieder ein paar dazu gekriegt, die unter meinen Videos einfach so ihre Tags schreiben. Eigentlich möchte ich das ja auch nur vor allen Dingen unter den Videos, wo ich auch Besuche mache oder zu Besuchen aufrufe. Ja, also da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Ich kann nicht alle Besuche in eine Folge packen. Das würde hier vollkommen den Rahmen sprengen und ihr hättet nach der 10. Base keinen Bock mehr, meine Folgen zu gucken. Ich bin sowieso so ein bisschen angepieselt. Aber warum ich eigentlich angepieselt bin, das seht ihr morgen in meinem Video. Also bleibt bei mir dran, wenn der Tote wieder flasht.